Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animations Roadhouse und mit mir dann gleich. Ja, und das ist mal wieder Daily Shop News Time. Heute haben wir keine bemerkenswerten Kommentare. Maxi Max gehen auch langsam die Worte aus. Ihr müsst ihm helfen, unterstützt ihn dabei. Der arme Kerl, der weiß schon gar nicht mehr, was er schreiben soll. So, jetzt gehen wir mal hier rein. Also liebe Grüße an dich, Maxi Max, ne? So, hier haben wir heute jetzt den Mythic Teddy bei der Mamas altmodischen Geheimnisschatulle. Ja, Teddy ist nicht schlecht. Also waren auf jeden Fall ein paar interessante Kombos dabei, aber ist jetzt nicht der Oberbringer. So, dann geht's hier weiter. Gehen wir mal in den Shop rein. Nach wie vor die Mythic Farnsworth Box, die ich ziemlich nice finde, muss ich sagen. Burger Addict Teddy, Baked Evil Monkey, Pater Toffees und Lois Griffin habe ich einem anderen Videopreis vorgestellt. So, dann haben wir hier die Trippy Chinchilla Box. Auch die habe ich euch in einem anderen Video bereits vorgestellt. So, dann. What? Was ist jetzt los? Ah, hier ist die Heavy Metal Box. Okay. Mit Heavy Metal Haley, Hexenkostüm, Buch der Zaubersprüche, Doink, Chris Griffin und Linda Belcher. Habe ich euch auch vorgestellt. Dann gehen wir jetzt mal direkt rein in die Meisterschaft und schauen mal, was da heute so am Start ist. Ah, jetzt wird's spannend. So. Ja, Nummer 1 ist der Morschien. So. Gucken wir mal da rein, was der so kann. Recipe Cards. So, der Morschien mit Waffenkarten. Mord. Mord gibt es momentan immer noch nur in der Common-Version. Bedeutet, wird mit Sicherheit auch irgendwann noch eine Mythic-Version von rauskommen. Kann man mal von ausgehen. Ich, ja, was soll ich dazu sagen? Aktuell, das Ding ist total überflüssig und dafür 500 Gems jetzt auszugeben, noch überflüssig. Also lohnt sich überhaupt nicht. Ja, brauchen wir gar nicht weiter reinzuschauen. So, dann geht's in den nächsten, die nächste Combo. Das ist Wear Car. Und The Wear Car ist mit einem Bänder und Autos. So, Fahrzeugkarten. Auch hier wiederum einzige Combo, wo es sich eventuell lohnen würde, wäre da unten mit dem Golfball Escape, aber. Was willst du mit dem Golfball Escape anfangen? Das lohnt sich doch gar nicht wirklich. Also, auch die Combo ist für die Füße. 500 Gems könnt ihr quasi euch sparen. Die behaltet die mal schön für euch. So, und gebt die nicht für so einen Käse da aus. So, dann haben wir noch eine tolle Combo. Also heute braucht er gar nicht reinzuschauen, habe ich das Gefühl, so wie es aussieht. Hier haben wir den Diner Shift Peter. Und mich wundert gar nichts, warum ich diese Karte auch so in der Form noch nie gesehen habe. Mit Bob's Burgers Restaurant. Also, ja, machen wir es einfach weg jetzt hier. Vergessen wir diese Combo. Und dann kommen wir zur allerletzten Combo. Und das ist hier Fast Cars. Und da bin ich jetzt mal gespannt. Professor Farnsworth in Mythic gibt's ja inzwischen. Ob sich das denn wenigstens lohnt. So, aber das ist eine Fahrzeug. Also jetzt guckt euch mal die Combo an. Ja? So, hier hast du jetzt ein Mythic. Professor Farnsworth mit 14-fach Punch, eine 10er Bombe, 11-fach Bodyguard, ja, und dann plötzlich hast du nur noch eine 17er Mauer. Wer will denn sowas? Gehen okay, wir mal runter, da gibt es ja dann noch dieses Golfball Escape. Wow! Da ist sogar dann letzten Endes Golfball Escape alleine noch besser als Fast Cars. Also, sorry, Kong, also das geht gar nicht. Also die Kombos, die ihr uns heute angeboten habt, hier, die sind wirklich
absolut für die Füße. Lohnt sich nicht im geringsten. Also, was willst du da damit anfangen? Ja, sorry, ich hätte euch gerne was anderes hier präsentiert, aber ich kann es leider nicht ändern. Und ja, das ist sind nun mal leider heute die Combo Masteries. Auf der anderen Seite ganz gut, haben wir wieder ein paar Steinchen gespart für eine bessere Combo. Die wird mit Sicherheit auch kommen. Ja, also, wenn es euch gefallen hat oder auch geholfen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, würde ich mich riesig drüber freuen. Schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit mir, dem Herrn Gleich. Macht's gut, bis dann und tschüss.